Und ich hoffe, Sie haben sich gestärkt für nun jetzt dieses Showdown auf der Bühne. Wir haben heute den 10. Dezember, das ist der Tag der Menschenrechte. Grundrechte haben wir gehört, wir haben Überwachung und wir haben neu auch die Sicht der Internetprovider. Ich möchte Franz Grütter begrüßen. Er ist CEO von Green und außerdem Präsident der SVP Kanton Luzern. Vielen Dank, dass auch Sie heute Abend hier sind. Es geht darum, jetzt diese Fragen, diese Themen, die wir gehört haben, zu reflektieren, ein bisschen nachzubohren. Ich habe mir einige Stichworte aufgeschrieben, aber auch Sie werden auch noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Notieren Sie sich doch einige Stichworte und seien Sie bereit, wenn es denn heißt, dass Sie was sagen können. Und somit möchten wir loslegen. Wir haben gestern die Nachricht gehört, beispielsweise Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter und Co. wenden sich gegen NSA. Die haben ein gemeinsames Statement abgegeben, dass sie sich zu stark überwacht fühlen. Gleichzeitig haben heute 500 Schriftsteller eine gemeinsame Erklärung abgegeben, dass auch sie die Grundrechte in Gefahr sehen. Und das Thema ist also hochaktuell. Einige der Punkte, die wir gehört haben von Herrn Györfi, waren so in diese Richtung, ja, was ist die Effektivität dieser Überwachung überhaupt? Braucht es überhaupt diesen ÜPF? Was können Sie dazu sagen? Meine, nützt es überhaupt, wenn Sie nun jetzt flächendeckend oder so breit Sachen abhören können? Was ist Ihr Erfolg? Also ich denke, den Dienst ÜPF, der hat vor allem die Mittlerrolle zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den verpflichteten Dienstanbietern. Die Strafverfolgung selber, das ist auch den Strafverfolgungsbehörden und von Zwangsmaßnahmengerichten, diese Maßnahmen zu genehmigen. Zur Statistik, das stimmt schon, was Herr Goffi gesagt hat, wir haben es selbst versucht, auch hier, auch im Rahmen der Revision vom Bundesgesetz, mehr Aussagen zu erhalten, wie sinnvoll und wie effizient die Familienüberwachung ist. Und es ist schon so, wie es gesagt wurde, es ist ein Bestandteil von der Ermittlungstätigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Wenn eine Ermittlungstätigkeit erfolgreich ist, dann hat dieser Erfolg viele Väter. Wenn die Ermittlungstätigkeit nicht erfolgreich ist, dann schaut man mal schnell auf die Familienüberwachung, ob sie funktioniert hat oder nicht. Dann ist man schnell dabei, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Aber also eine reine Statistik hat man heute nicht, das stimmt, ja. Aber Sie reden schon ein bisschen von der Angst, wenn es also Mord, Vergewaltigung und so, dann das ist ja das, was die Bevölkerung bewegt. Wenn es das nicht gäbe, bräuchte sie auch nicht. Ja gut, das sind immer die Hauptschlagworte. Wenn man dann die Statistik anschaut, dann sind es doch hauptsächlich Wirtschaftsdelikte oder Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz. Natürlich ist Mord, Betrug, Bestechung, das sind alles Themen oder Sachverhalte, in denen auch die Familienüberwachung zur Anwendung kommt, aber doch in einem weniger häufigen Fall. Und was ist nun wirklich Ihr Erfolg? Also Sie haben erwähnt, es gibt einige Fälle, die nur mit Überwachung gelöst werden können. Können Sie uns ein Beispiel nennen, oder irgendwie so, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber irgendwie... Wenn ich es könnte, also sind wir wirklich im gleichen Boot auch wie die Verpflichteten. Auch Sie haben ja relativ hohe Investitionen zu tätigen und würden gerne wissen, für was Sie diese Investitionen tätigen. Auch wir, der Dienst ÜPF, wir haben immerhin 35 Mitarbeitende, Sie würden gerne mehr wissen, ob es erfolgreich ist, unsere Arbeit, die wir tun. Wir haben aber keinen Einblick in die Strafakten, wir haben keinen Einblick in die Daten, die durch uns von den Verpflichteten angefordert werden und Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Also auch wir können ja leider keine Aussagen dazu machen, wie erfolgreich so eine Fernüberwachung schlussendlich ist. Okay, das wäre noch bedenklich, wenn Sie da nicht selber auch gewisse Erfolgsquoten nennen können. Was denken Sie, Herr Grütter, Sie müssen ja solche Daten abliefern, nehme ich an, gelegentlich, an den Herrn Koch. Wie effizient ist das, wie effektiv? Ja gut, also wir haben ja heute keine Überwachung. Das heißt, wenn heute eine Straftat begangen wird oder ein Verdachtsmoment besteht, haben die Behörden schon heute die Möglichkeit,
auf die Anbieter zuzugreifen. Das passiert auch in regelmäßigen Abständen. Wir speichern heute schon die Vorratsdatenspeicherung, die wird ja generell zum Teil auch hinterfragt. Wir speichern heute alle E-Mail-Informationen während 6 Monaten, muss das aufgezeichnet werden, rückverfolgbar sein. Also dort geht man schon sehr weit. Und ich muss sagen, dass ich mache mir wirklich Sorgen, und eigentlich nicht Sorgen als Anbieter. Als Anbieter ist das ein technisches Problem, das können wir lösen. Aber ich mache mir Sorgen, in welche Richtung wir hier marschieren. Ich bin überzeugt, wir geben Standortvorteile preis. Und für mich ist es fast eine Art Freiheitskampf, die hier beginnt. Das BÜPF ist ein Element. Wir haben seit einer Woche, wissen wir, es gibt zum Beispiel im Urheberrechtsbereich AGUR, diese Arbeitsgruppe für Urheberrechtsverletzungen. Da gibt es neue, abstruse Ideen, dass die Anbieter die Leute überwachen, welche Webseiten sie besuchen und dann mit Warnhinweisen versehen, wenn sie eine Webseite besuchen, die sie nicht sollten. Also eigentlich werden wir zu einer Internetpolizei, und das hat, also für mich ist das ein totalitärer Staat, der das macht. Von China hat man das gekannt und wir in der Schweiz, wir müssen aufpassen, dass wir nicht über die Amerikaner fluchen, wie sie überwachen, in der Tendenz aber in eine ähnliche Richtung gehen. Wie ist es denn, also vielleicht noch dran zu bleiben, das neue BÜPF sieht ja da eine Vorratsdatenspeicherung, Ausweitung von 6 auf 12 Monate vor. Was denken Sie, nützt das was? Ja, also man hat die Statistik gut gesehen, die Ermittlungen zeigen ganz klar, dass die in den ersten 1-2 Wochen die größte Häufigkeit für diese Anfragen besteht. Ich glaube nicht, dass es etwas nützt, 12 Monate, ich glaube die 6 Monate heute, die reichen vollends aus. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ich erinnere mich an die Zeit, das Postgeheimnis früher, wenn ein, das gibt es ja heute immer noch, wenn der Pöstler einen Brief geöffnet hat, ich glaube, dann wurde er fristlos entlassen und das war ein Staatsverbrechen. Heute werden alle E-Mails, ist ja nichts anderes als ein elektronischer Brief, werden über Monate heute gespeichert. Ich meine, dieses Selbstverständnis schon, dass man das nicht mehr hinterfragt, das stört mich eigentlich. Stimmt das so, dass alle E-Mails, speichern Sie alle E-Mails bei Ihnen? Nein, es werden nur die Randdaten 6 Monate erhoben. Und da ist, wie Sie gesagt haben, beabsichtigt, diese 6 Monate auf 12 Monate auszudehnen. Das ist auch kein Wunsch, der von der Verwaltung kommt, sondern es ist ein Wunsch, der von den Strafverfolgungsbehörden geäußert wird. Mit einem einfachen Hintergrund, es sind Straftaten, Wirtschaftskriminalität und so weiter, wie ich schon dargelegt habe. Und hier ist es, hier sagen die Strafverfolgungsbehörden, dass es häufig schon Monate braucht, bis sie überhaupt ihre Ermittlungstätigkeiten starten können. Dass 3-4 Monate ins Land streichen, bis sie überhaupt eine Fernüberwachung anordnen können. Und dann sind die 6 Monate halt sehr schnell durch und die Strafverfolgungsbehörden haben keinen Zugriff mehr auf die Randdaten. Das ist das Hauptargument der Strafverfolgungsbehörden eben für die Ausdehnung von den 6 auf 12 Monaten. Okay, also wir können wahrscheinlich noch lange diskutieren, 6, 12 oder wie viele Monate. Es gibt ja aber vielleicht doch ein gewisses legitimes Interesse der Gesellschaft für Sicherheit und da braucht es vielleicht auch ein gewisses Ausmaß an Überwachung. Was denken Sie, was wäre für Sie ein legitimes Ausmaß der Überwachungsmöglichkeiten eines ÜPF? Ja, die Überwachung braucht es, also es ist Teil der strafprozessualen Maßnahmen. Ganz wichtig sind, finde ich, die Leitlinien grundsätzlich. Das müssen die sein eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Wenn Sie in ein Strafverfahren verwickelt werden, dann sind Sie verdächtig, vielleicht kommen Sie in Untersuchungshaft, Ihr Vermögen wird beschlagnahmt, was weiß ich. Damit müssen Sie leben, aber nur dann, wenn dieses Strafverfahren gestartet wird, aufgrund eines genügenden Tatverdachts. Und ganz wichtig finde ich eben, dass man diese Regel beachtet und nie umkehrt. Und teilweise geht man in diese Richtung mit den Überwachungsmaßnahmen. Wenn Sie zum Beispiel eine Antennenrasterfahndung haben, dann haben Sie niemanden, der verdächtig ist. Denn erzeugen Sie erst den Verdächtigen mit dem, dass Sie ihn überwachen. Und das ist das Pferd vom Schwanz heraufgezäumt, das geht rechtsstaatlich nicht. Wir haben die Tendenz,
gerade auch jetzt in der Ausleitung des BÜPs, dass wir solche Maßnahmen machen. Und wenn wir dann noch die Kombination mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz hätten, wo der Nachrichtendienst grundsätzlich dann auch noch der Lieferant sein darf, der Strafverfolgungsbehörden, dann hätten wir das noch viel mehr. Und das will ich nicht. Ich will rechtsstaatlich korrekte Überwachungsmaßnahmen, die eben diese Abfolge beachten. Und dann ist das grundsätzlich in Ordnung, weil dann gehört es zur rechtsstaatlich korrekten Strafverfolgung. In der Theorie ist mir das verständlich, aber in der Praxis, wenn man ja dann ganz konkret jemanden im Nachhinein überprüfen will, war er dann an diesem Ort, dann braucht es halt ja diese Speicherung von quasi vielen Daten. Wie wollen Sie das machen, im Voraus schon wissen, wenn ich dann überprüfen will, mal in Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man das anhand dieser Logik jetzt zu Ende denken würde, dann müssten wir eine totalitäre Datenüberwachung haben. Dann hätten wir dieses Problem gelöst, dann könnten wir immer alles holen. Die Frage ist, wollen wir das? Bis zu welchem Punkt wollen wir das? Oder an welchem Punkt sagen wir, wir wollen nicht wirklich persönlichkeitsrelevante Daten aller Personen im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung 6 oder 12 Monate aufbewahren, um dann einige wenige herauszufinden. Man muss ja grundsätzlich sowieso damit leben, dass gewisse Daten dann vielleicht weg sind oder auf rechtsstaatlich korrekten Weg nicht mehr erhältlich gemacht werden können. Das gehört für mich zum Rechtsstaat dazu. Ich persönlich setze die Grenze eigentlich zeitlich relativ kurzfristig an. Und viele Länder machen das auch. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, wo man sagt, wenn man einen Tatverdacht hat, weist man den Provider an, die Daten zu speichern, zu fixieren, geht zum Richter, holt sich die Genehmigung, mit diese Daten hineinzuschauen und hat die dann. Und es gibt ganz viele Länder, die leben ganz gut damit. Das würde für mich auch genügen. Okay, ja, dann schauen wir mal, was das die BÜP-Revision bringt. Ich hätte mir noch ganz viele weitere Fragen aufgeschrieben, weiß aber auch, dass es im Saal hier sehr viele Expertinnen und Experten in Fachgebieten hat und deshalb möchte ich nun langsam das Podium öffnen und Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen, Bemerkungen abzugeben. Wem darf ich das Wort erteilen? Und, stellen Sie sich doch ganz kurz vor. Wir werden auch ein Mikrofon haben, damit man Sie gut versteht. Jetzt ist die Möglichkeit. Jawohl, da vorne. Wie werden die Daten gegen Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt? Also irgendein Hacker, sicher bezahlt von irgendjemand, der sich für die Daten interessiert, der einbricht bei einem Provider. Was ist der Schutz gegen solche Szenarien? Noch Ihr Name? Norbert Bollo. Ja gut, also es ist klar, ich meine, die Anbieter, die zeichnen ja die Daten auf, sie sind ja dazu verpflichtet. Insofern gibt es auch bei jedem Fernmeldedienstanbieter einerseits mal Mitarbeiter, autorisierte Mitarbeiter, die Einsicht in diese Daten genauso haben. Und entsprechend, diese Unternehmen müssen sich heute so oder so alle auch schützen vor Hackerangriffen und sind oft auch diesen ausgesetzt. Aber von dort her sind dort diese Informationen natürlich auch vorhanden, das ist so. Wie ist es beim BÜPF? Gibt es da die Möglichkeit, dass ein Edward Snowden Ihre Daten abtransportiert? Ich würde sagen, dass man sowas nie ausschließen sollte, aber dass man alles Mögliche dagegen unternehmen sollte und Vorkehrungen treffen sollte. Und das ist natürlich der Fall im EJPD und vor allem im Informatik Service Center des EJPDs. Also erstens sind die Daten nur verschlüsselt und über bestimmte Wege auf die Systeme aufgespielt, dann sind die Daten in bestimmten Systemen im Rechenzentrumsumfeld
wo sie aufbewahrt oder wo sie bearbeitet werden. Und man kann auch nur über ganz bestimmte Zugänge auf diese Daten zugreifen, nur über das Bundesnetz und die Polizeinetze. Also hier ist schon die möglichst hohe Sicherheit gewährleistet für diese sehr sensiblen Daten aufzubewahren. Haben Sie was geändert seit diesem Fall Snowden oder machen Sie weiter wie bisher? Wir waren auch vor dem Fall Snowden schon sehr gut aufgestellt und darauf vorbereitet. Allerdings, wie gesagt, ausschließend machen wir es nicht. Wir schauen, dass die Zugriffsberechtigungen natürlich gegeben sind, dass man möglichst keine Zugriffe kumuliert auf einzelne Personen, sondern dass man hier gewisse Zuständigkeiten verteilt, dass es gar nicht technisch möglich sein kann, diese Daten im großen Stil abzurufen. Aber natürlich gibt es Systemadministratoren in jedem technischen Umfeld, die gewisse Rechte haben. Und hier geht es darum, diese möglichst einzuschränken. Alle Mitarbeiter sind auf einer sehr hohen Stufe sicherheitsüberprüft im EJPD. Also auch die sozialen Aspekte werden hier mit abgedeckt und versucht, dass man hier kein Risiko ausgesetzt wird. Herr Görfing? Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Daten primär bei den einzelnen Anbietern sind, die im Rahmen des BÜV zu liefern und zu speichern sind, dass sich dort ein Datenschutzproblem oder Datensicherheitsproblem stellt. Und je mehr man die Zahl der Provider ausweitet, die hier irgendwelche Daten bereitstellen müssen, desto größer ist das Problem. Wenn Sie dann irgendeinen kleinen Kabelnetzbetreiber haben, in einem kleinen Ort mit wenig Personal, der da langsam gewachsen ist, immer mehr Dienste abdeckt und jetzt, sei es durch seine Tätigkeit, die er ausweitet oder sei es durch die Revision des BÜV, hier in den Anwendungsbereich gelangt. Also da haben wir potenziell schon ein Problem mit der Datensicherheit. Wir haben niemanden aus meiner Sicht, der das befriedigend löst. Und auch der BÜV, denke ich, könnte der Dienst BÜV, denke ich, könnte das nicht lösen. Darf ich eine kleine Anmerkung dazu machen? Also mit der BÜV-Revision ist es gerade vorgesehen, dass man den Geltungsbereich aufspaltet. Heute hat man ja die Verpflichtung für alle Familiendienstanbieterinnen, die gleich ist. Und wenn man hier dazu übergeht, dass es vermehrt auch nur duldungspflichtige Familiendienstanbieterinnen gibt, dann haben diese eben gerade nicht die Verpflichtung, diese Randdaten aufzubewahren, sondern nur die Duldungspflicht, dass der Dienst mit seinen Installationen dann vor Ort kommen kann, die Echtzeitdaten ausleiten kann und die vorhandenen Daten sichern kann und den Straffungsbehörden zur Verfügung stellen kann. Also hier hätte man gerade in dem Sinne das Gegenteil, dass man heute von der Verpflichtung weggeht, dass alle die 6 Monate aufbewahren müssen, und dann zumindest diejenigen, die dann nur noch unter die Duldungspflicht fallen, eben von dieser Pflicht befreit werden. Aber wo genau die Grenze ist, das ist jetzt im Rahmen von den parlamentarischen Diskussionen noch genau zu debattieren. Und auch nachher wird es auf bundesrätlicher Verordnungsstufe Möglichkeit geben, oder so ist es zumindest vorgesehen, bestimmte Unternehmen, welche eine Wichtigkeit für die Strafverfolgungsbehörden haben, in eine höhere Stufe zu nehmen, die dann wieder der Überwachungspflicht unterliegen, und andere, die vielleicht ein Großunternehmen sind, aber für die Strafverfolgungsbehörden uninteressant sind, dass man diese nur in eine Duldungspflicht gibt. Gut, also ich muss jetzt trotzdem noch schnell Klartext sprechen. Also ich meine, es sprechen jetzt alle schon davon, dass dieses BÜV eingeführt wird. Ich möchte immerhin daran erinnern, dass das war geplant im Juni dieses Jahres im Ständerat, dass das zum Beschluss kommt. Nach dem Fall Snowden hat man dann plötzlich, also vor 12 Monaten, wenn ich mit jemandem das Wort BÜV in den Mund genommen habe, hat man gesagt, BÜV, was ist denn das? Heute kennt es bald jeder. Man hat immerhin die Session verschoben. Und ich habe hier drin, weiß ich, Mitstreiter, also wir werden das Referendum ergreifen, wenn dieses BÜV im Parlament durchgewinkt werden sollte, weil es ist der Anfang einer staatlichen Ausweitung der Überwachung im Internet und entspricht nicht dem freiheitlichen Gedankengut. Und deshalb weit über die Parteigrenzen hinaus, auch viele IT-Unternehmer, wir sind bereits daran, ein Komitee zu formen, und hier drin hat es ein paar ganz tolle Leute, wenn ich bald das auch Blättli nennen darf, die bereit sind, in diesen Kampf zu gehen, und wir werden versuchen, das zu bodigen. Über die Parteigrenzen hinweg, das ist ja spannend. Wie ist es aber, der Koch hat erwähnt,
eigentlich ein interessanter Aspekt, dass durch das BÜPF einiges geregelt wird, was jetzt noch nicht so klar ist oder zum Teil noch weiter sogar gefasst werden kann. Könnten Sie nicht mit anderen Worten fast froh sein, dass es jetzt mit dem BÜPF Klarheit gibt, was darf wann überwacht werden? Und vorher war es ein bisschen auch der Laune der jeweiligen Richter oder wem auch immer überlassen gewesen. Gibt es jetzt nicht auch mehr Klarheit in diese ganze Geschichte? Also ich glaube wirklich, die Kriminalfälle, die hier aufgedeckt werden müssen, dass diese Möglichkeit schon heute besteht, dass das genügend ist. Und wenn ich mit Unternehmen und Unternehmen spreche, die heute ihre IT-Systeme aus der halben Welt hier in die Schweiz bringen, dann kommen sie nicht hierher, weil sie sagen, hier gibt es keine Überwachung aus dem Ausland. Aber was sie sagen ist, es gibt keine staatliche Willkür, es gibt rechtsstaatliche Verfahren und das Ganze ist irgendwo moderat und überschaubar. Und ich glaube, zu dem sollten wir Sorge tragen. Ich denke an den Schweizer Rechenzentrenmarkt. Es wurde in den letzten 5 Jahren über 500 Millionen Franken in neue Rechenzentren investiert hier in der Schweiz. Und das sind auch Standortvorteile, zu denen sollten wir Sorge tragen. Deshalb Vorsicht. Nicht zu einem Internetpolizeistaat werden und nicht alle und alles überwachen und das endlos ausdehnen. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt noch eine weitere Frage. Ja, mein Name ist Edith Graf-Litscher. Ich bin mit Balthasar Glättli in der Sicherheitspolitischen Kommission und noch in anderen Bereichen tätig. Und mich würde jetzt vor allem interessieren, wir haben hier sehr viele Leute aus der Wirtschaft. Wir haben von Franz Grütter gehört, er ist schon dran, das Referendumskomitee zu bilden. Ich gehöre zu denjenigen Leuten, die sagen, ich möchte das Geschäft dann zuerst mal bei uns in der Kommission behandeln und je nachdem schauen, was dann schlussendlich im Parlament entschieden wird und würde dann je nachdem entscheiden, ob ich das Referendum mit unterstütze oder nicht. Aber ich sehe, ihr seid da schon sehr gut aufgegleist. Ich möchte aber die Gelegenheit jetzt wirklich benutzen und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie als Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft uns mitgeben könnten, ja, wo sehen Sie Handlungsbedarf? Nachrichtendienstgesetz, braucht es dort mehr Leute? Müssen diese Tätigkeiten ausgebaut werden oder soll man das weiterhin auf Sparflamme handeln? BÜPF haben wir jetzt schon einige Male diskutiert. Mich würde wirklich das interessieren, von Ihnen aus der Wirtschaft zu hören. Was geben Sie uns, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, mit? Mein Name ist Andrew Stotz, ich bin Präsident der SIMSA, der Swiss Internet Industry Association. Und ich möchte vielleicht gerade auf diese Frage ein paar Stimmen von unseren Mitgliedern mitgeben. Ich meine, was ich heute gehört habe, dass man eigentlich keine blassen Schimmer hat, ob diese Überwachungsmaßnahmen am Schluss wirklich eine Wirkung haben. Man macht die zwar, man hat die Zahlen, wie viel Überwachung man macht, man hat keine Ahnung, ob die am Schluss noch einen relevanten Beitrag bei der Aufklärung von Verbrechen und so weiter haben, dann fände ich es eigentlich im Angesicht von diesen anstehenden Investitionen, und man stellt sich vor, ein kleiner Provider, das ist bei Herrn Grütter vielleicht nicht so, aber ein kleiner Provider, der hat vielleicht nur 10 Leute hat, für den ist es dann schon ein Issue, einen 24 Stunden Betrieb aufrechtzuerhalten. Natürlich hat Herr Koch gesagt, die Grenzen sind noch nicht klar, wer ist dann wirklich, fällt in welche Kategorie, aber all diese Themen, die können unter Umständen schon noch zu großen, auch wenn wir ganz abgesehen von diesen Grundrechteproblemen, die Herr Görfi genannt hat, und wäre es eigentlich nicht sinnvoll in diesem Zusammenhang, vielleicht als letzte Maßnahme das Referendum zu ergreifen, aber vorher zu sagen, ja, dann lasst uns doch mal herausfinden, was wirklich die Wirkung von diesen Maßnahmen ist. Also wieso muss man jetzt eine Revision unbedingt durchbringen? Natürlich gibt es Sachen, die muss man revidieren, aber vielleicht zuerst mal herausfinden, macht das überhaupt Sinn? Also wirken denn diese Überwachungsmaßnahmen überhaupt? Einfach so, ich sage nicht, die Technologie hat sich geändert, es hat neue Protokolle und so weiter, müssen wir etwas machen. Das finde ich ein bisschen zu lapidar gesehen. Also wenn man sagen könnte, ah okay, die Aufdeckungsrate von Verbrechen und so weiter ist so viel mehr mit diesen Überwachungsmaßnahmen, dann hätte niemand ein Problem damit, die einzuführen. Aber wieso macht man nicht ein paar Jahre ein bisschen
Statistik sagt, die Strafverfolgungsbehörde, sie sollten doch mal auch aufzeigen, was die Maßnahmen für eine Wirkung haben. Und danach kann man sich ja dann überlegen, welche Maßnahmen man natürlich ergreifen. Ist es eine unrealistische Vorstellung, dass man das macht? Herr Koch? Ja, natürlich können Sie das Referendum ergreifen, aber Sie müssen sich auch die Frage stellen, gegen was ergreifen Sie das Referendum? Nicht das Referendum ergreifen, sondern bevor man überhaupt die Revision macht, die Revision ein bisschen auf Fakten zu stellen und nicht auf irgendwelche nicht klaren Vorstellungen, was diese Überwachungsmaßnahmen überhaupt bringen. Man muss berücksichtigen, dass es heute schon ein Gesetz gibt und dass wir heute eigentlich schon alle Technologien überwachen können. Die Gesetzesrevision führt nicht dazu, dass man neue Überwachungstypen einführt oder dass man neue Technologien überwachen kann oder dass man neue Dienste überwachen kann. Das kann man heute auch mit dem bestehenden Gesetz alles machen. Aber es regelt neu, wer verpflichtet ist, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat und es gibt bessere Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber den Fernmeldedienstanbieterinnen, die zu verpflichten, die Daten auch wirklich liefern zu müssen. Aber dass Sie eine Statistik wollen, ich habe es vorhin angedeutet, ich hätte auch gerne diese Statistik. Wir haben sie mehrfach versucht zu bekommen. Wir haben es auch in der ständerätlichen Kommission schon angesprochen gehabt. Es ist so heterogen in der Schweiz, es gibt so viele Staatsanwaltschaften in der Schweiz, die unabhängig voneinander sind, die sich schwer damit tun, hier auszuweisen, inwiefern die Fernmeldeüberwachung zur Ermittlungserfolg beigetragen hat. Und ich weiß nicht, wo Herr Goffri diese Zahlen vorher her hatte, wo die Schweiz verglichen wurden, aber wir haben alles versucht, um zu diesen Zahlen zu kommen, auch mit den Strafverfolgungsbehörden, auch mit den Verbänden, mit der KSBS, mit der KGÖBD, mit der KKP, KSUND und nun zusammen. Und wir haben es nicht erreicht, hier verlässliche statistische Zahlen zu bekommen. Okay, spannende Frage. Sie haben Zahlen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Von wo kommt die? Das ist, ich schaue es jetzt selber nochmals nach, die polizeiliche Kriminalstatistik in Deutschland im Vergleich mit Zahlen des Bundesamts für Polizei, der Schweizer Kriminalstatistik. Allerdings muss man natürlich sagen, da hat man die Aufklärungsrate in der Schweiz nach 10 Jahren Vorratsdatenspeicherung mit der Aufklärungsrate in Deutschland ohne Vorratsdatenspeicherung verglichen. Das geht so halbwegs. Es wird dann schon noch gesagt, dass vielleicht die statistischen Daten nicht 100% vergleichbar sind. Aber das geht, weil es zwei Länder betrifft. Aber sie hätten nur aus den Schweizer Zahlen natürlich nicht herauslesen können, was jetzt innerhalb der Schweiz die Vorratsdatenspeicherung oder überhaupt die Überwachung nach BÜPF zur Aufklärung etc. beiträgt. Okay, also aus wissenschaftlicher Sicht ist mir auch nicht ganz klar, aber vielleicht können wir das auch später noch klären. Eine Frage? Ja, wenn man zitiert wird, muss man sich vielleicht auch noch selbst melden. Also zuerst einmal zum Thema Vorratsdaten. Ich finde es richtig und wichtig, dass wir heute darüber reden, was die Effektivität der Vorratsdatenspeicherung betrifft. Allerdings meine ich aus bürgerrechtlicher Sicht und aus freiheitlicher Sicht, würde ich mich lieber dem Zitat von Bruce Schneier anschließen, der letzthin an einem Kongress in Lausanne gesagt hat, Metadata equals surveillance. Also das heißt, wenn man von unbescholtenen Menschen ohne irgendeinen Anfangsverdacht solche Daten, die höchstpersönliche Daten sind, speichert, dann ist das für mich an und für sich schon ein Skandal. Aber ich möchte jetzt nicht nur gegen den ÜPF schießen, der ja einfach seine Aufgabe macht, die er gesetzlich vorgeschrieben hat, sondern auch eine etwas giftige Frage an die Provider richten, nehmen Sie an meinen potenziellen zukünftigen Referendumskollegen. Was passiert dann mit diesen Daten, die Sie aufbewahren müssen, nachdem Sie sie 6 Monate aufbewahren mussten? Ich würde mich schon wundern, bei welchem Telekom-Anbieter und bei welchem Internet-Anbieter dann 6 Monate plus einen Tag diese Daten gelöscht sind.
Ja gut, also das war eine Frage. Ich meine, ich wurde jetzt heute Abend nicht gefragt, was die Investitionen sind, die wir tätigen müssen, wenn die Vorratsdatenhaltung auf 12 Monate ausgeweitet wird. Es gibt zwei wesentliche Investitionen, die hier zu tätigen sind. Das eine sind Software, Aufzeichnungs- und Rückverfolgungssysteme und administrative Prozesse, um das Ganze zu bearbeiten. Das zweite sind aber die Storage, also die Datenspeichersysteme. Das sind enorme Datenmengen hier bei uns. Wir haben mehrere hunderttausend E-Mail-Adressen in unserem Fall. Es ist gewaltig, was da täglich gespeichert werden muss. Und ich kann Ihnen versichern, dass meine Ingenieure ein großes Interesse haben, eben diese Speicherzeit gar nicht auszuweiten. Also insofern, ich kann nur für uns sprechen, sollte das gelöscht werden. Und ich spüre auch, meine letzte Woche, als dieses AGUR angekündigt wurde, NZZ 20 Minuten hat darüber berichtet, ich war erstaunt, dass innerhalb weniger Stunden Hunderte von Kommentaren von Leuten sich gemeldet haben, und ich spüre wirklich, die Leute wollen nicht, dass ihnen der Internetanbieter über die Schultern schaut oder eben noch weitergeht. Ich höre auch immer wieder Diskussionen, wir sollten sogar die Webseiten überprüfen, ob da wieder rechtliche Inhalte drauf sind. Also am Schluss sind wir eine Zensurstelle, ein verlängerter Arm des Staates, der dann entscheidet, rechtlich, widerrechtlich, abschalten, nicht abschalten. Und dann kommt noch dazu, das kann man alles ins Ausland verlegen, mit anderen IP-Adressen versehen. Also es ist auch locker zu umgehen. Also deshalb hier plädiere ich nochmal dafür, das Ganze mit großer Vorsicht anzugehen. Und mit anderen Worten, also auf die Frage zurückzukommen von Frau Glättli, Sie löschen die Daten nach Ablauf dieser 6 Monate. Wir löschen die Daten, Punkt, weil ich habe A, kein Interesse, und B, es gelegen mir Speicher, den ich für teures Geld bezahlen muss. Okay. Anders Hui? Ja, meine Damen und Herren, ich versuche jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli zu spielen, weil wir haben heute Abend auch versucht, den Chef des Nachrichtendienstes hier hinzukriegen. Er konnte leider nicht auftreten. Es sind sehr viele gegen das Büpfen, Überwachung, und ich frage mich, ob wir nicht ein bisschen digitale Falletappen, dass wir jetzt sehr detailliert über 6 oder 12 Monate sprechen oder löschen nach 6 Monaten. Wir sprechen über die Effektivität der digitalen Datenüberwachung. Ist nicht eher so, dass wir auch keine Angaben haben, wie effektiv ist eine Observation, wie effektiv ist eine Hausdurchsuchung. Und es ist auch die Frage, es sind einfach die Strafverfolgungsbehörden, die entscheiden müssen, welche Mittel sie brauchen, um ein Verbrechen aufzuklären. Und dazu sollten sie einfach alle Mittel in die Hand kriegen, die sie benötigen, sei es analoge Mittel oder sei es digitale Mittel. Was ist der Unterschied zwischen digitaler und analoger Welt? Also grundsätzlich, die Strafverfolgungsbehörden dürfen das machen, was gesetzlich geregelt ist. Und nochmals, zuerst muss der Verdacht da sein und dann die Untersuchung und die Zwangsmaßnahmen und nicht umgekehrt. Und die Vorratsdatenspeicherung ist hier natürlich schon besonders begründungspflichtig, weil da macht sie das auch nicht. Ihr Provider zeichnet Ihre Daten auf, wenn Sie sich Ihres ganze Leben lang nicht verdächtig machen. Die sind einfach mal da und von daher sind sie betroffen. Und die digitalen Daten, denke ich, werden insgesamt, weil sich immer mehr von unserem Leben in der digitalen Welt abspielt, auch immer aussagekräftiger. Sie können dann das verknüpfen, über Algorithmen auswerten und so weiter. Also das ist schon, das sind sehr mächtige Instrumente. Das ist etwas, was man früher nicht hatte. Also da hätte man ja alle 10 Meter ein Mikrofon und eine Kamera aufhängen müssen und im Restaurant auch noch und zu Hause auch noch. Heute kann man vieles von dem, was man früher einfach in der Privatsphäre erledigt hatte, unbehelligt, und das wäre auch nicht so leicht zu observieren gewesen, kann man über digitale Wege sich die Informationen beschaffen. Und wenn alle Daten jetzt da wären, die sich ansammeln über sie, sie wären ein gläserner Mensch. Also es geht wirklich viel weiter. Ich denke, das ist vor allem auch der Unterschied. Sonst ist es schon so, es ist eine Kombination
von verschiedenen Mitteln und das hängt dann auch vom Deliktsbereich ab, was eher etwas bringt und was vielleicht weniger bringt. Aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich aber schon ein bisschen den Eindruck, dass auch im Drogenbereich gewisse Überwachungen sind wichtig. Also zum Beispiel laufende Live-Überwachung von Telefonen. Wer kommuniziert mit wem? Da lässt man im Übrigen die Leute zum Teil auch während 3 Monate noch dealen, bevor man dann zuschlägt, damit man diese Daten hat. Aber das bringt dann natürlich als Beweis nicht schon was. Aber das ist dann immer auch verknüpft mit anderen. Und diese Mittel sind auch sehr wichtig. Und ich denke, die Bedeutung der Mittel, die im BÜMF geregelt sind, wird insgesamt eher unterschätzt. Okay, ich habe gesehen, ganz hinten hat es noch eine Frage gehabt. Oder ist sie verschwunden? Ja. Meine Frage, Martin Steiger, nehme ich an. Ja, ja. Martin Steiger, Digital Ment. Ja, man kann jetzt finanzpolitische Frage, das kostet ja alles viel Geld, wir haben gesehen, der Nutzen ist nicht so klar. Wie stehen die Provider, Herr Grüter und auch Herr Koch dazu? Das Ketzer gefragt, lassen Sie sich kaufen? Also ja, wenn der Provider genügend Geld erhalten mit der Überwachung, ist es okay. Und Herr Koch, ist er glücklich, wenn das neue BÜMF kommt, dann hat er mehr Budget, mehr Mitarbeiter. Wie werden diese Fragen beurteilt? Gut, also ich muss Ihnen wirklich, seine ehrliche Antwort muss Ihnen eingestehen, bei mir stehen nicht die Kosten im Zentrum meiner Überzeugung, weshalb ich gegen das BÜMF bin. Wenn es nur die Kosten wäre, dann würde ich ganz einfach sagen, zahlt mir das, was ihr hier wollt und ich mache es. Wir haben eine vorsichtige Schätzung gemacht. Als Webhoster sind wir mittlerweile, ich glaube, die Nummer 1 oder Nummer 2, ich habe es nicht genau analysiert, von den Telekom-Anbietern eher 4-5, also ein kleinerer. Bei uns würde die ganze Überwachung etwa 10, wir haben das geschätzt, meine Mitarbeiter haben es geschätzt, irgendwo zwischen 10 und 12 Millionen Schweizer Franken kosten. Für die gesamten Systeme und die ganzen Entwicklungen, dass das so läuft, wie das angedacht ist. Das ist ein großer Betrag, würde mit Sicherheit zu einer Verteuerung der Produkte führen. Ich muss das irgendwie abwälzen. Heute kostet ein Webhosting irgendwie 4,90 Franken, 5 Franken pro Monat. Ich bin überzeugt, es würde auch die Produkte verteuern. Aber Sie haben mich heute nicht das gehört, dass ich das als Argument bringe, weil ich glaube, es gibt übergeordnete Argumente, weshalb man das nicht einführen sollte. Aber mit anderen Worten, ich hoffe natürlich, wenn es dann trotzdem kommen sollte, hoffe ich dann, dass es bezahlt wird, sonst kämpfe ich damit. Also genau, also mit anderen Worten, heute kriegen Sie noch kein Geld für die Überwachungsmaßnahmen, die Sie ausführen. Nein, heute sind das Fall. Also wenn eine Untersuchung stattfindet, bekommen wir eine Anfrage, die wird von einem Mitarbeiter bearbeitet und dann gibt es eine kleine Entschädigung, ich weiß nicht mehr, wie viel es ist, sind ein paar wenige hundert Franken, wird bezahlt und dann ist der Fall abgeschlossen. Unbürokratisch, schnell und effizient. Okay. Vielleicht auch noch zur Anmerkung von der Entschädigungsfrage. Es ist so, dass pro Fall entschädigt wird, das stimmt. Es ist pro Überwachungstyp ein unterschiedlicher Betrag. Die Gebührenverordnung weiß ich nicht ganz auswendig im Kopf. Aber bei der Echtzeitüberwachung sind rund 1.500 oder 1.600 Franken, die entschädigt werden. Bei einer Notsuche sind es rund 500 Franken, die entschädigt werden. Eine rückwirkende Maßnahme sind rund 700 Franken, wenn ich 560, also beiden, die entschädigt werden. Also es sind immerhin knapp 12 Millionen Franken, die wir den Fernmeldedienstanbieterinnen pro Jahr als Entschädigung bezahlen. Das ist nicht gerade nichts. Zu Ihrer Frage kommend, zunächst danke Ihnen, dass Sie die Botschaft bis zum Schluss gelesen haben. Ich würde das auch jedem anderen empfehlen, um wirklich zu verstehen, was das Gesetz sagt. Ich sage es deshalb, weil ganz zum Schluss von der Botschaft sind die finanziellen Auswirkungen aufgeführt. Und es ist in der Tat so, dass wir mit rund 13 zusätzlichen Stellen rechnen. Die müssen noch diskutiert werden, ob sie wirklich werden, müssen wir sehen. Und rund 3 Millionen Franken Investitionskosten. Es ist aber so, dass mit der BÜMF relativ viele Aufgaben neu auf den Dienst dazukommen.
Schulungen, die Langzeitspeicherung, dann die ganzen Ausleitungen von den dann nur noch duldungspflichtigen Firmendienstanbieterinnen. Das sind sehr zeitaufwendige und sehr spezialsystemlastige Maßnahmen, die wir dann durchführen müssen, sodass ich nicht denke, dass wir hier übermäßig viel Geld veranschlagt haben im Rahmen von der BÜV-Revision, sondern wir werden schauen, ob es reicht. Aber grundsätzlich ist das eigentlich das gleiche Problem wie auch für die Firmendienstanbieterin. Es ist sehr teuer, die Firmenüberwachung. Auch für die Konföderation ist es sehr teuer, die Firmenüberwachung umzusetzen. Wir haben einen Kostendeckungsgrad von knapp 50% in den besten Jahren. Das heißt, die Gebühren, die von den Schaffungsbehörden erhoben werden, die decken gerade zur Hälfte unsere Ausgaben inklusive den Entschädigungsleistungen. Also hier ist auch die Bundeskasse gefordert, entsprechende Zustöpfe zu geben und schlussendlich der Steuerzahler, der das bezahlen muss. Deshalb ist es auch da sehr wichtig, dass wir wirtschaftlich umgehen und wirtschaftliche Lösungen etablieren und umsetzen können. In diesem Zusammenhang hat man ja in der kürzesten Vergangenheit noch gelesen, dass Sie so mit IT-Systemen gewisse Herausforderungen haben. Das gehört wahrscheinlich dazu, oder wie ist das? Nun ja, es ist so, dass die Anforderungen von Strafverfolgungsbehörden sehr hoch sind und sie sehr hohe Ansprüche an die Datenqualität und an die Datenlieferung haben. Das Problem war, dass wir nachher Hersteller gefunden haben, die uns zugesichert hatten, dass sie diese hohen Ansprüche erfüllen können und es dann erst in der Testphase sich herausgestellt hat, dass sie halt doch nicht alles halten konnten, was sie versprochen haben, was dann zur Neuaufsetzung vom Projekt geführt hat. Eine Schweizer Firma, oder? In diesem Sektor von den Systemen, die wir einsetzen, sind es eine Handvoll internationale Unternehmen, die Produkte anbieten. Und somit ist hier die Auswahl eigentlich schon sehr eingeschränkt. Wo wir das Projekt gestartet haben, haben wir eine Longlist von rund 12, 13 möglichen Systemlieferanten. Das hat sich dann schnell auf 5 reduziert und eine Herstellerin hat dann schon im Vorfeld zurückgezogen, weil ihnen die Anforderungen der Schweiz so hoch erschienen, um die Anforderungen erfüllen zu können. Und dann sind sie eben nur noch bei ein paar wenigen Anbietern. Und dann hat das wirtschaftlichste Angebot genommen zu werden und voilà. Eine Verkettung ein bisschen unglücklicher zusammenhängen. Also mit anderen Worten, wir werden heute von Schweizer Bürgern werden mit ausländischer Software überwacht. Okay. Gut, ich denke, wir sind langsam am Ende. Ich sehe noch 2 Fragen, vielleicht ganz zum Schluss, und dann dürfen wir das Dessert nicht verpassen. Marco Stadler, Ständerat. Ich habe eine Frage an den Provider-Vertreter. Was sind die Minimalanforderungen an das BÜV, dass Sie das Referendum nicht ergreifen? Ja, also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das aktuelle Gesetz, Sie haben gehört, es gibt sogar Vorbehalte generell gegen das aktuelle Gesetz, wo 6 Monate Vorratsdatenspeicherung bereits heute ja in Betrieb ist. Ich sage es Ihnen einfach, lassen Sie es sein, wie es ist und rühren Sie es nicht an und wir arbeiten so weiter. Fertig. Also das Gesetz zurückziehen, sozusagen. Okay. Auch ein Votum, Dani Stauffacher zum Schluss. Danke vielmals. Mein Name ist Daniel Stauffacher von der ICT for Peace Foundation. Ich war früher mal Diplomat und hatte die Ehre mit Frankfurter zusammen den Weltgipfel betreffend die Informationsgesellschaft zu organisieren. Und heute Abend haben wir eigentlich eher die innenschweizerische Binnensituation diskutiert. Natürlich sind wir konfrontiert mit der gleichen Problematik in einem gewissen Sinn, aber ausgehend von den Vereinigten Staaten. Und mit Herrn Snowden wissen wir mehr, was die Amerikaner gemacht haben. Er ist jetzt in Moskau, vielleicht kann er uns dann informieren, was die Russen machen in der Überwachung und so weiter. Meine Frage an die Referenten, und ich möchte mich bedanken, also ich möchte mich bedanken für Ihr sehr gutes Referat, wäre eigentlich jetzt Ihr Rat an Politik oder die schweizerische Außenpolitik, was die Schweizer Außenpolitik sollte machen in Bezug auf die ganze Problematik, vis-à-vis die Amerikaner oder die Russen und andere, wo eben auch, wo wir auch überwacht werden.
Und zwar in einer differenzierten Form, weil die amerikanische Bevölkerung wird ein bisschen weniger überwacht, aber wir werden ein bisschen mehr überwacht. Was wären Ihre Ratschläge an die Schweizer Außenpolitik in dieser Frage? Und zwar Herr Grütter und Herr Jeffy. Ja. Genau, ich denke, das ist eine sehr gute Schlussfrage. Wir machen eine Runde. Wie kann sich die Schweiz wahrscheinlich auch schützen, beispielsweise gegen ausländische Überwachung? Und in dem Sinn, Herr Grütter? Also persönlich glaube ich, dass wir auf diesem Thema Überwachung, in der Abwehr von Überwachung, relativ schwach auf der Brust sind. Das fängt damit an, dass wir hier in der Schweiz keine Forensiker ausbilden. Es sitzen auch hier Profis, der Andreas Kehring vom ICT Berufsbildungsverband Schweiz. Wenn Sie heute ICT-Forensiker ausbilden wollen, müssen diese Leute nach England oder in die USA gehen. Hier hat es einen Lehrgang gegeben, der wurde abgeschafft, weil die Leute, die den Kurs besucht haben, so habe ich es gehört, ein wenig suspekt zum Teil waren. Und ich glaube, hier braucht es auch Kompetenz im Land und dazu braucht es Ausbildung. Und diese Ausbildung, da sind neue Kurse, neue Fachausweise auch angedacht. Also dort, glaube ich, haben wir noch großes Potenzial. Und wenn ich Ihnen Beispiele sagen, wo dann Daten von Hosting-Kunden gebraucht werden und der Untersuchungsbeamte hat einen Schraubenzieher in der Hand, dann verstehen Sie vielleicht, von was ich spreche. Hier braucht es mehr Kompetenz und hier sind wir schwach auf der Brust. Fachkompetenz. Sehr spannend. Also ein Votum für mehr Hacker in der Schweiz. Herr Koch, auch Ihnen noch ein Schlussvotum. Gut, ich glaube zur Außenpolitik, wenn man sich außenpolitisch verhalten soll, da kann ich keine guten Ratschläge geben. Aber vorhin wurde schon gesagt, mit der digitalen Falle, ich denke, wir stecken alle schon bis zum Hals in dieser digitalen Falle darin. Was wir heute diskutiert haben, ist der Schutz vor den Strafverfolgungsbehörden, aber wer schützt uns vor den Straftätern? Das ist, glaube ich, eine genauso wichtige Frage, die man sich stellen muss. Die Bevölkerung ist sehr unbedacht mit Daten, wie sie mit Daten umgeht, wie sie Daten veröffentlicht, wie sie Profile veröffentlichen. Das ist, je jünger die Generation wird, desto, ja, ich sag's mal, schlimmer ist das eigentlich, die unbedacht, da geht man mit den Daten um. Und ich glaube, das ist eigentlich die wahre, die richtige Herausforderung, die sich die Gesellschaft stellen muss. Okay, also zusammengefasst ein Votum für weniger Facebook. Herr Björschi, auch Sie noch ein Abschlussvotum? Ja, ich möchte nicht wiederholen, insbesondere was Herr Grütter gesagt hat, dem kann ich mich anschließen. Was jetzt die Anbieter in der Schweiz betrifft, denke ich, ist es sehr wichtig, dass die Möglichkeit, die Daten sicher zu halten in der Schweiz, nicht unterminiert wird vom Gesetzgeber. Ich meine, technisch müssen das die Provider selber lösen, aber man sollte ihnen nicht vom Gesetz her noch Löcher hineinschießen. Sondern wenn ein Anbieter findet, die Daten sind bei mir sicher oder ich übertrage die sicher, sollte er nicht dazu gezwungen werden, die dann herauszurücken. Das ist es zunächst auch wieder mal national gedacht, aber hat dann auch internationale Zusammenhänge, da komme ich dann drauf. Und man muss dann aber natürlich konsequent sein, wenn man diesen Gedanken richtig findet und dann nicht sagen, ja, da versteckt dann vielleicht weiß Gott wer die Daten. Damit muss man leben, also da kann man nicht im Hintergrund das Weckli haben. Und ich meine, die Datensicherheit ist wichtiger. Was ich nicht glaube, ist, dass wir jetzt staatlich, von staatlicher Seite hier irgendwie in der Lage wären, die große Cyber-Defense aufzubauen. Je nachdem, an wen man denkt, muss man danach schauen, dass man nicht den Bock zum Gärtner macht, zum Beispiel den Geheimdienst nimmt. Das führt, glaube ich, nirgends hin. Und da komme ich jetzt auf eine andere Ebene. Ich glaube, die Bedrohung liegt auch darin, dass uns eben andere Länder zu einer Zusammenarbeit im Datenaustausch immer wieder bewegen wollen oder vielleicht auch innerhalb der Schweiz gewisse Interessen da sind. Da sind beispielsweise mit den USA sind auch Verträge, auch Polizeiverträge ausgehandelt worden. Es gab auch einmal das Bemühen von den USA, dass man sagt, das Visa-Waiver-Programm in der Schweiz, wie es in die USA zu reisen, wird nur fortgesetzt, wenn wir Zugriff von den USA aus zu gewissen Schweizer Polizeidaten haben. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist.
Wir haben die undurchsichtige Zusammenarbeit von Schweizer Geheimdienst mit ausländischen Partnerdiensten. Und diesen Einfallstoren, denke ich, an die muss man denken. Und wenn man wirklich sicher sein will, muss man die halt auch konsequent tun. Okay, also mehr Unabhängigkeit und weniger Verträge mit dem Ausland. Von dem her spannende Abschlussworten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese mutige Podiumsdiskussion. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich darf nun Edith Graf Litscher bitten, uns noch ein versöhnliches, weihnachtliches Abschlussvotum zu übergeben. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Geschätzte Podiumsteilnehmer, geschätzter Matthias, meine Damen und Herren, also die Geschenkbein habe ich hier noch dabei, aber jetzt müsst ihr noch einen Moment warten, bis das Christkind vorbeikommt. Wir haben heute eine Premiere gefeiert, die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, neu PAUDIGI. Ich bin stolz auf unsere schönen Panels. Nächstes Mal wird sicher ePower auch noch schöne Panels aufstellen, damit wir die übereinander stellen können. Ich freue mich, Ihnen einen weiterhin noch interessanten Abend als Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit wünschen zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinen Co-Präsident-Kollegen Christian Wasserfallen entschuldigen. Er hat eine andere Verpflichtung heute Abend. Aber auch als Mitglied des Kernteams der ePower-Initiative habe ich es sehr genossen, heute mit Ihnen zusammen diesen Abend genießen zu dürfen. Wir haben vielen von Ihnen einen Abend geschenkt, indem wir uns nämlich zusammengeschlossen haben. ePower und die PAUDIGI hatten nämlich eben die gleiche Idee, zu diesem Thema einen Anlass zu machen. Und Sie sehen, wir sind effizient. Wir haben den Abend zusammengelegt und schenken Ihnen damit einen Abend in der Vorweihnachtszeit. Bevor ich Danke sage, auch noch ein Wort. Daniel Stauffacher hat ein wichtiges Thema aufgeworfen. Was kann die Schweiz außenpolitisch machen? Wir haben gehört, es ist empfehlenswert, wenn alle die BÜPF-Botschaft gesamthaft lesen. Ich kann Ihnen noch weitere Literatur empfehlen, nämlich unser EDA hat kürzlich einen sehr interessanten Bericht veröffentlicht, und zwar heißt er Die Schweiz und Internet Governance. Themen, Akteure und Herausforderungen, und darin finden Sie zum Beispiel auch Schweizer Ansätze zur Cybersicherheit. Also unser EDA nimmt das Thema auf, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben das Thema in verschiedener Hinsicht und sehr breit diskutieren, die Botschaften zu Ende lesen und uns dann eine Meinung bilden. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre interessanten Worte und darf Ihnen noch ein kleines Geschenk überreichen, und ich bin überzeugt, wir werden uns noch lange mit dem Thema beschäftigen. Das BÜPF kommt wahrscheinlich im Frühling in den Ständerat. Danach, je nachdem wie es weitergeht, werden wir uns ja dann auch im Nationalrat noch damit auseinandersetzen. Und Nachrichtendienstgesetz, Revision wird auch ein wichtiges Thema sein. Ich bin überzeugt, wir werden noch weitere interessante Gespräche führen. Und in diesem Sinne beginne ich mal hier bei dir, Franz. Jetzt habe ich eine Hand zu wenig. Ganz herzlichen Dank für deine Inputs. Das Fitnessprogramm ist auch noch sichergestellt. Herr Koch, Ihnen auch ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Dann beginne ich bei Herrn Görfi. Besten Dank, dass Sie hier waren. War sehr interessant. Und dir sage ich einfach so aus herzlichen Dank. Du bekommst noch ein zweites Dessert. Also Ihnen noch einen guten Bild Dessert und eine schöne Adventszeit und auf den nächsten Anlass. Besten Dank.